keiner weiß ja genau, was ist noch erlaubt. Das darf ich überhaupt noch was sagen? Ja. Ist überhaupt noch erlaubt, hier zu sitzen? Ich weiß nicht. Ist die Farbe grün? Ich weiß, wir wissen es nicht. Mario Barth ist zurück. Er hat es getan. Er hat sich über die feministische Außenpolitik, über das Gendern, über die Grünen und vor allen Dingen über die ganzen zahlreichen Idioten ausgelassen in dieser Sendung. Das ist Exklusiv-Content. Leider wird es nicht lange verfügbar sein. Deswegen schau es dir an. Wir haben mittlerweile schon dreimal das Ganze gelöscht bekommen und deswegen, es ist einfach unfassbar. Ich will dir einen Gesichtsausdruck leider auch vorher schon zeigen. Alleine das spricht doch schon Bände. Diese Frau ist einfach nur echauffiert und fast schon angeekelt von den Thesen, dass er ja im Endeffekt nicht gendere, weil er einen Schulabschluss hat. Das steht nämlich auf seinem T-Shirt. Und deswegen kann ich dir jetzt schon sagen, es sind vor allen Dingen die Themen, warum gibt es da draußen so viele Idioten? Das trifft es eigentlich auf den Punkt, weil man sich echt oft fragt, warum auch in der Politik so viele Idioten unterwegs sind. Er hat hier eine sehr schlagfertige Antwort. Auf der anderen Seite geht es darum, wie die aktuelle jüngere Generation drauf ist versus ältere Generation und warum wir momentan immer mehr verweichlichen, immer weniger abgehärtet sind. Wir sehen es vor allen Dingen, bevor wir uns jetzt direkt dieses Video ansehen, bei den jungen Jusos beispielsweise. Dort hat ja jemand einen Zusammenbruch erlitten, weil er im Endeffekt das nicht aushalten konnte, eben selbst ausgebuht zu werden. Vorher eben Olaf Scholz ausgebuht und dann selber sozusagen von der Bühne gescheucht. Auch dazu haben wir einige Videos hier auf dem Kanal, einige Blitzmeldungen für dich parat. Wir starten direkt rein. Der erste Part, das ist meiner Meinung nach mit das Göttlichste und jeder sollte diesen Part mit auf dem Schirm haben. Was du gefunden hast, hast du gegessen. Scheißegal. Mario, Männer sind Frauen. Manchmal aber auch. Vielleicht. Manchmal aber auch vielleicht. Ja. Unentschlossen? Nee, passt zur momentanen Situation. Keiner weiß ja genau, was ist noch erlaubt. Das darf ich überhaupt noch was sagen? Ja, ist, ja. Ist überhaupt noch erlaubt, hier zu sitzen? Ich weiß nicht. Ist die Farbe grün? Ich weiß, wir wissen es nicht. Ja. Und darum habe ich irgendwann gedacht, Männer sind Frauen, manchmal aber auch vielleicht. Du kannst ja, guck mal, in Berlin. Was könnte da hinterherkommen noch? Sie sind ja, in Berlin bist du am Montag Mann, Dienstag Frau, Mittwoch Straßenschild erlaubt. Wenn dir ein Fuchs entgegenkommt, auch nicht sauer sein, nur aufpassen, dass er dich nicht beißt. So. Ja. Ist in Berlin ist, also ich weiß nicht, wie es hier noch hier ist, aber in Berlin ist schon speziell. Vor allen Dingen, wie diese Frau geschaut hat, so in Richtung Moderator, darf er das jetzt sagen? Also kann ihn jetzt jemand mal mundtot machen? Das ist doch unglaublich. Ich muss erst mal twittern, wie gemein der Mario Barth überhaupt ist. Und dementsprechend kommt jetzt schon die zweite Stelle. Und auch hier sieht man ganz klar, er wird natürlich auf dieses T-Shirt angesprochen. Und ganz ehrlich, wie intolerant sind eigentlich die Menschen, die uns alle zwingen wollen, dass wir gendern sollen, sonst sind wir nicht Teil der Gesellschaft. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare, ob man gendern sollte, ob das sinnvoll ist. Ich persönlich lehne es zutiefst ab, aber jeder kann es ja selber machen. Jeder kann ja gendern, wie er will, aber er soll mich damit in Ruhe lassen. Wir sind ein freies Land und jeder kann frei entscheiden, wie er sprechen möchte. Und dementsprechend starten wir jetzt zum zweiten Teil. Leipzig ist... Und das ist jetzt so, also ich meine, ich sehe es ja auf deinem T-Shirt, mein Lieber, ne? Ja, ja. Was denn? Was denn? Was das ist denn? Grün, das hat er ja gerade gesagt. Grün. Was denn? Ja. In dem Aufdruck? Was steht da unten? Ich gender nicht, ich habe einen Schulabschluss. Es ist erlaubt. Ja, sicher, ja, ist erlaubt. Aber nein, ich wurde in der Tat vor dieser Tour von einer Genderbeauftragten gefragt, ob ich nicht aufgrund meiner Reichweite, Facebook, Instagram und so, ob ich nicht gendern würde. Und also ich kann das nicht. Ich möchte, dass ich gender. Ich gehöre zu der Minderheit von 85%, die das auch nicht mögen. Und ich gender einfach nicht. Und dann, kein Scherz. Und dann hat die wirklich nachgehakt und gesagt, aber Herr Barth, wenn Sie das machen können, vielleicht, Sie haben auch viele junge Leute und so, dann erreichen Sie ein paar. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, wenn die Frauen dasselbe Geld verdienen wie die Männer, dann fange ich an zu gendern. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört, leider. Haben Sie sich nicht mehr gemeldet? Nein. Ja. Und das ist doch schon interessant. Hier werden tatsächlich die echten Probleme angesprochen, nämlich tatsächlich, dass es immer noch Branchen gibt, in denen Frauen wesentlich weniger verdienen als Männer. Und die anderen, die sich immer um das Gendern kümmern, die sind im Endeffekt als Sprachpolizei unterwegs und denken tatsächlich, dass man damit nur irgendein Problem lösen kann. Damit kann man eben nicht die Armut in unserem Land bekämpfen. Damit kann man auch leider die grüne, hoffnungslose Politik nicht irgendwie wieder fixen. Und vor allen Dingen schon gar nicht irgendwelche Rentner, die obdachlos sind, die
Pfandflaschen sammeln, um ihre Rente aufzubessern, auch wieder irgendwie von der Straße holen, indem wir jetzt einfach diese Sternchen innen überall dranhängen. Und dementsprechend kommt jetzt der nächste Part und hier ist eine Geschichte erzählt worden, wie er mit einem jüngeren, ja, Mann sozusagen in Kontakt kommt und dort tatsächlich einfach nur einen Kaffee, ein Eis beziehungsweise was trinken will und siehst dir selber an, wie diese Lage eskaliert. Und das ist sinnbildlich dafür, wie verweichlicht manche in der jüngeren Generation sind. Ich will natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber das sollte jedem bekannt vorkommen, was hier gerade beschrieben wird. Ich war mit einem Freund und Kollegen Jürgen Vogel, war ich in einem Café. Der wohnt ja da, wo man so hip wohnt, so Mitte, und so wohnt man so, weil man so hip ist, ja. Und da waren wir im Café, wollte ich ein Karamell Macchiato bestellen. Ist eine wahre Geschichte, habe ich ein in meinem Karamell Programm drin. Ist aber auch schon... Wollte ich gerade sagen, das ist ja ein Karamell und ein Macchiato, ja. Der feine Herr. Das ist schon hip, das ist schon... Filterkaffee. Ich bin voll trendy. Ja. 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 Jetzt steht der mir gegenüber und guckt mich weiter an. Und das bewegt sich null. Und ich denke, weil habe ich was falsch? Ich habe was falsch gesagt. Irgendein Triggerwort. Ich war vielleicht Macca Macchiato und ich hatte schlechte Erfahrungen mit Macchiato. Ich habe vergessen, eine Triggerwarnung vorher rauszusetzen. Ich weiß es nicht. Und dachte mir, es ist Pop-Up International, Englisch. Mhm. Aber Caramel Macchiato auf Englisch ist Caramel Macchiato. Man sagt, man muss ein bisschen nuscheln, aber ansonsten ist es dasselbe. Und ich sage, listen to me, buddy. I would like. Und er sagt, ich habe Sie verstanden, aber welche Milch wollen Sie haben? Wollen Sie Sojamilch, Mandelmilch? Und ich gucke ihn an und sage, hast du Kuh da? Und er war völlig überrascht. Er sagt, Sie vertragen Laktose? Und ich sage, ja, Sie vertragen Laktose. Ich sage, brauche ich dafür einen Schein? Ich vertrage Laktose. Und dann sagen, ich habe wirklich nichts gegen laktoseintolerante Menschen, aber die sagen einmal dann immer, was sie haben. Sagen, ey, wenn ich Laktose zu mir nehme, kriege ich ganz flüssigen Durchfall. Jetzt habe ich gerade Caramel Macchiato bestellt. Er erzählt mir vom flüssigen Durchfall. Mir wird schlecht. Ich sag, mach den Kaffee dunkler. Mach einen Double Shot, Dark Roast rein. Guckt er mich an und sagt, da ist Gluten drin. Ich sag, mach einen Löffel Gluten mit rein. Du verdrehst Gluten. Ich sag, ich vertrage Gluten. Ich vertrage kein Gluten. Krieg ich starke Blähung. Ich sag, dann schäum damit meine Milch auf. Ich brauch mein Macchiato. Und oben machst du Kakao. War der völlig ver... Das kann Spuren von Nüssen enthalten. Ich sag, ja. Sie vertragen Nüsse. Ich sag, mach eine Tüte Studentenfutter rein in den Kaffee. Ich vertrage alles. Und dann... Total überrascht, als wenn ich so... Als wenn ich gerade aus dem UFO ausgestiegen bin. Und dann sagt er, warum vertragen Sie alles? Und dann sage ich, ich bin eine andere Generation. Es ist wirklich Zufall, dass diese jüngere Dame hier im Video nicht lacht. Sie findet das einfach nur abartig und abstoßend. Und auch die Frauen in der Diskussionsrunde, wie gesagt, auch die sehr kritisch hineinschauende Frau neben ihm, da sieht man eigentlich, wie krass echauffiert manche sind, wie wenig Humor man hat. Na, der Humor ist nämlich mit dem ganzen Gendern aufflöten gegangen. Es hätte nur noch gefehlt, dass er in dieser Situation wahrscheinlich auch die Zutaten gendern hätte müssen. Dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Und dann beschreibt er tatsächlich noch, dass es so viele Idioten gibt. Warum? Naja, in der Schule, wenn du dich daran zurückerinnerst, da gab es auch viele Idioten. Und aus denen ist ja auch irgendwas geworden. Und ich kann dir sagen, es ist unfassbar, was er noch als Schlusswort sagt. Wir gehen kurz mal rein. Geht doch bitte alle an eure Schulklasse. Da gab es doch Minimum einen Doofen in der Klasse, oder nicht? Ja. Überleg mal, wie viele Schulklassen in den letzten 50 Jahren es gab in ganz Deutschland. Wie viele Doofen da draußen rumlaufen. Das würde vielleicht auch erklären, warum wir so viel grüne Wähler da draußen haben. Aber Spaß beiseite, wie immer, Teil nicht vergessen und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Kanal.